So, hallo und willkommen zurück zum Stream. Wir freuen uns beide richtig, dass wir jetzt das Spiel casten wegen. Das ist ja ein cooles Spiel und ja. Da geht es um alles. Jetzt habe ich auch wieder mal in Oliver dabei, der was jetzt endlich einmal wieder glücklich ist nach dem Sieg von Hain. Jetzt noch ist letzte Mal vor der Camp ist, hast du leider stark depressiv. Eine Niederlage hinter dir gehabt. Ja. Ja, ein 1-1, also jetzt ganz eine brutale Niederlage war es nicht, ja, aber jetzt hat es echt für die Playoffs gereicht. Ja. Mhm. Und wir wir sehen nicht viel von Oliver in die Playoffs. Ja. Das Spiel von Heinz ist Heinz gegen René und der Gewinner von dem Spiel, das sichert sich auch die Playoffs. Also der René braucht mindestens 1,5, um in die Playoffs zu kommen, und für Heinz reicht, glaube ich, schon das 1-1. Also muss ich der René ein bisschen anstrengen, aber das kann er schaffen, wenn er die Leistung bringt. Jetzt der David, für ihn ist das Spiel auch wichtig. Wenn der René ein Spiel oder ein Unentschieden hinterlässt, dann sichert sich der David auch einen Sieg oder einen Playoff-Spot. Mhm. Da kann man jetzt eventuell, wenn die Zeit noch ausreichend ist, kann man so kurz die Tabelle anschauen. Ja, schauen wir ganz kurz hin. Ja. Das ein bisschen visualisieren können. Also jetzt, das wie wir schon gehört haben, um 10. Mehr, genau, um geht es einfach um mehr als um René oder Heinz. Da geht es eben auch um ihn David. Und praktisch schon schon gesagt, sollte es ein 1-1 geben, oder? So hast du es gesagt? Nein. Wenn es ein 1-1 gibt, dann kommt der Heinz weiter und der David fucking Wild. Ja, genau. Aber natürlich, also ich weiß nicht, wie das Matchup zwischen ihnen geworden war. Ich weiß nicht, ob den Werten bei ihnen geworden gewonnen. Zwischen in David René und. Ja, zwischen in David und Heinz, dass man praktisch bis jetzt deren dritten oder einen vierten Platz kriegt. Ja, also zwischen Heinz und den David. Vermutlich, dass der David fucking Wild vielleicht. War auch 1-1. 1-1, okay. Mhm. Also theoretisch kannst du es bei ihnen nachher sogar noch weiterhin um den dritten, vierten Platz entscheiden. Also jetzt kann man es halt eng an Tiebreaker. Aber jetzt einmal ist prinzipiell wichtig: René oder Heinz, wer geht weiter? Wie schon gesagt. Genau. Der René muss auch liefern, stark, das kann Unentschieden erlauben. Oder höchstens eine Passsituation im ersten oder zweiten Game. Zweite oder das erste Game muss auf jeden Fall gewinnen. Ganz genau. Ich schreibe jetzt gleich in René, dass er starten mag, wenn er will. Wenn er will. Und danach können wir gleich ins Spiel reinschauen. Ja, ansonsten ist es ziemlich eine spannende Gruppe, dass es bis zum letzten Tag noch gebraucht hat, dass man weiß, wer in die Playoffs kommt. Genau. Und wir können gleich ins Spiel reingehen. Ja, perfekt. So, wir starten hier. Mit der René hat weiß und der Heinz hat schwarz und der René macht 2 Night Opening. Opening, genau. Und der Heinz tut als erstes den Bishop aus, damit er nicht X-Bash ist, und tut dann auch die Mitte mit dem zweiten Bauern verstärken. Natürlich ausweichen, kann jetzt vielleicht einen Pressure auf den Springer machen, um einen Pin zu kreieren. Ja, der René antwortet sofort mit einem Bahnpush in die Mitte und gibt Pressure an den Läufer, und jetzt bekommt er einen starken Knight dafür, der was auch viel Access in der Mitte hat. Ist natürlich gedeckt durch die Dame. Also kann er das machen, und der Heinz sagt, er will den Bishop, holt den Knight gleich weg haben und tradet den Bishop weg. So. René hat einen eindeutigen Vorteil in Development, hat schon 2 Pieces out, und der Heinz kann jetzt mit Tempo, wenn er will, in Knight developen, obwohl es ist vielleicht nicht eine gute Idee, weil der Pawn hanging ist. Ihr müsst verstehen, wie er reagiert. Logischerweise, wenn man die. Okay, verteidigt seinen Pawn so. Man muss natürlich aufpassen, wenn man seine Queen schon so früh draußen hat, ist, dass der Gegner einfach sehr viele Möglichkeiten hat, die Queen zu attackieren und gleichzeitig Pieces zu developen, während du mit dem Development hinten bleibst, weil du eben mit der Queen zurückgehen musst. Nicht?
Ja. Und wir sehen du jetzt, dass er einmal zuerst den Fokus drauf legt, eben den schwachen G7-Bauern zu verteidigen. Nicht? Macht es mit einer, ja, verteidigt es mit einem vorn Bauern davor zu stellen. Nicht? Kann man machen, hätte man auch theoretisch, glaube ich, mit einem Springer-Development machen können. Jetzt ist natürlich der Springer hinten ein bisschen blockiert oder hat Springer er. Development um was seht ihr? Entschuldigung, das F6-File zu blockieren. Ah ja, hat man eigentlich kein Schimpan, hast du recht. Und da René Develop weiter seiner Pieces, ist auch nur drei Pieces vorne von Development. Und jetzt macht so Heinz den Knight Move und der gewinnt an Tempo, weil da René muss jetzt die Dame wegbewegen, weil sie eben einen starken Spot ist und da René macht es schlau, Ah, deshalb ich pinnt ihn gewinnt. Knight. Jetzt muss er aufpassen. Jetzt muss er nämlich aufpassen, wenn da Bishop jemals so weggeht. Okay, er tradet auf und löst es somit, aber jetzt kommt Ganz wieder der gelöst ist es gleiche. nicht, deswegen. Ja, es ist aber Ja, nicht es ist. wirklich ein Problem, weil da René hat allem ein Knight und jetzt die Dame halt nicht raus. Da René kann auch gleich castlen, wenn er will. Da eins ebenso, weil der weiße Bischof von René fällt, ist das auch nicht schlimm, dass da der Pawn-Push gemacht worden ist. Also, wenn er will, kann er gerne jetzt Castle da. Eins, es ist ja nichts unter Angriff. Stellt jetzt erst schon mal die Das sich. Dame außer. Ja. Okay, René entscheidet sich zu casteln. Ich weiß nicht ganz genau, warum. Bin jetzt davor ein König gestellt worden. Es kommt mir ein bisschen langsam vier. Also, ich finde, von Tempo her war definitiv ein Castle schneller gewesen. Und vor allem noch einen Rook auf die offene E-Linie oder auf die halboffene reingekannt ist. Aber Ja, vielleicht überlegt er auch noch. macht jetzt nicht so viel einen großen Unterschied, wenn er sowieso dann auch in der Linie angreifen will. Wenn er jetzt ein Castle macht, dann muss er halt dann auch in Rook Birkenstell. Und weil er dann in Bishop developed, kommt der andere Rook 1 Einsatz zu Heinz, pusht in Knight Birken. Ja, wie gesagt, ich war auch der Meinung, dass der Heinz müsste einmal in einem Bishop developen, Developen, ja. dass er dann ein Er Quarter sucht Rooks. vielleicht nochmal einen Angriff auf die Queen. Es ist leider nicht wahnsinnig sinnvoll, weil natürlich die Königin. Aha, jetzt könnten sie. Nein, natürlich kann sie nicht einen Trade direkt hingehen, aber man muss jetzt sich die Queen wieder neu positionieren. Ja, und da, Eins. genau, der René bringt in Knight jetzt auch Vierchen und Eben, greift gleichzeitig die war sogar. Dame. Kommt jetzt darauf um, wo der Heinz die Queen hin positioniert, denn der René ist bereit, einen Bruch zu machen. Kann er in dem Fall jetzt nicht machen, weil der Bauer natürlich protected ist vor der Queen auf C7. Aber er macht schon Druck und Heinz verliert, er spielt ein wenig langsam, während Ist da, der. wenn er irgendwie das Feld nicht mehr angreift, ist da ein Fuck da. Ja, er Da kann es ist vielleicht jetzt dann durch die mit einem. Queen protected, aber. Vielleicht mit einem Bishop, kann er vielleicht in der Zukunft überlegen. Er macht da schon sehr früh Luft für den König. Genau, Aber ganz eine gute Idee. ist eine gute Idee, hier müssen wir alle mal Ja, liften. ja, 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 ja. Damit man nicht die Backrank checkmeldet, weißt du. Jetzt so. Der Heinz greift jetzt mit der Dame, aber vergisst, dass er da jetzt die Fork plundert. Stimmt, die Folge ist jetzt offen. Weil das. Genau, der René René sieht's 6, ja. und gewinnt damit einen Rook. Und der Zug war jetzt nicht so sinnvoll, weil eben nicht genug Pressure da ist. Genau, also er Lass die braucht eine Dame allein. Unterstützung von Rook zum Beispiel Ja. oder Better Positioning von Springer, aber so alleine die Dame macht jetzt nichts. Und der René geht damit in Führung. Der Heinz stellt auch in König auf ein weißes Feld, wobei da alles offen ist. Jetzt kann der René, wenn er will, einfach die Dame da herstellen und in Knight Und pinnt. pinnen. Genau. Muss halt ein bisschen schauen, es ist jetzt halt ein Hanging One. Auf E4. Genau, das hast Aber. du gut gesagt. Das kann er jetzt auch nehmen, weil er mitverteidigt ein Aber noch Knight. sein Knight, ja. Aber der René ist allem nur René 5 kann, Punkte ja. vorn. René soll halt langsam sein Bishop
außen bringen, weil er wird die beiden Türme connected brauchen, damit er eventuell Pressure auf die offenen Files machen kann. Konzentriert mich vielleicht auch drauf, irgendwie die Queen da wegzupushen, weil wenn die Queen wegkommt und nicht mehr einen Knight defendet, kann da René auch einen Knight nehmen. Ja. Wie daten wir es jetzt am besten? Man kann es. Ich glaube, er müsste. Man kann es halt probieren, man kann halt auch erst in Bishop developen und dann auch mit dem Rook angreifen, aber er ist ja wie langsam. Ja, er ist langsam. Aber das Problem ist, wo willst du den Bishop hinten? Das hat jetzt nicht so feine Position, irgendwo hinzukommen. René entscheidet sich, mit seinem Springer wieder aktiv zu werden und wieder auszukommen aus dem Loch. Der Baum ist sicht ein safe Remis, also ein safe Putt, wenn der Bishop H3 deckt. Danach. Wenn der Bishop H3 deckt, dann müsste René vielleicht zurückdecken. Und dann kann. Dann muss nicht, weil wenn er den Bishop Sam lost. Ja, er ist aber ein Schachmatt. Weil. Kann er nicht vorpushen. Ah. Nein, verliert den Turm. Ah, ich bekomme das nicht weg. Der Pfeil bleibt jetzt. Es ist weg. Entscheidet sich der René vielleicht für einen Queen Trade instigieren, beziehungsweise ein Zwinken fast schon und so. Gezwungen nicht. Er kann halt nur seine Queen ganz auf die Seite schieben, was nach halben neuen Springer protecten tat. Oder so geht's natürlich auch. Macht er gleichzeitig einen Angriff öffnen. Wenn man hinter ist, am besten nie die Queen Trades eingehen, weil du willst so viel Material behalten wie möglich. Umso weniger Material du hast, umso weniger Chancen hast du. Und wenn du jetzt schon 5 Punkte hinter bist, dann wäre es schwierig in Late Game. Also versuche ich nie zu traden. Jetzt der René, kann er dann Queen Trade forcen, indem er einen Schach stellt? Ja. Also wenn er mit der Dame fürchtengegangen war, hat er gekannt einen Queen Trade forcen, weil die Dame greift die Dame und den König zugleich an. Mhm. Und danach kann der Heinz take zurück mit der Dame und dann kann der Knight von René die Dame auch halt. Jetzt der Heinz macht auch ein gefährlicher X-Ray auf die Dame mit dem Bishop. Deswegen da muss er sich aufpassen. Aber gleichzeitig bindet er seinen Springer. Nicht? Oder sicher das falsch? Ja. Ja. Wohl, hast du schon recht. Ich weiß nicht, ob das so ganz durchdacht ist. Vielleicht kann er das noch ausbauen. Vielleicht versucht er auch durch den fehlenden Springer, wenn das einmal weg ist mit der Queen, einen Angriff auf einen schwachen. Schwach ist er nicht. Ja, gut, wenn die Queen einmal im Bishop deckt, also zum Beispiel eben. Ja, auf. Aber der René antwortet schon dagegen. Wobei es gang noch. Also, wenn jetzt zum Beispiel auch mit dem Springer weggegangen, was jetzt wahrscheinlich ein DM wert. Ja, wohin gehst du da? Wohin gehst du? Da hast du die Frage. Ja, es gang dahin, aber. Dann verliert er einen Bishop. Er verliert den Bishop, aber er kriegt einen Pawn zurück. Weil er kann ihn mit dem Pawn auf C2 attackieren. Ah nein, da verliert er gar nicht den Bishop, weil danach kann er mit der Dame in Knight nehmen. Also ist er Even Trade. Ah ja, stimmt. Weil wenn sich die Dame wegbewegt, dann hängt der Knight. Hängt der Knight, ja. Ich würde mir von René wünschen, dass er langsam einfach seinen Bishop da rauskriegt. Weil ich glaube, jetzt in der Phase von Spiel ist einfach so noch für die Rooks total wichtig. Auf jeden Fall. Okay, da. Der Heinz macht Trades und greift jetzt die Dame an mit einem Pawn. Pass auf, wenn der Pawn schafft, sich wegzubewegen, nachher ist die Dame gebindet an den Rook. Beziehungsweise. Das stimmt. A Reverse. Die Dame bewegt sich jetzt sicher weg. 100%. Wahrscheinlich wäre er auf D4 gehen, damit er weiterhin in Knight protected. Ich bin aber überlegen, ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt, da Double Pressure zu machen oder Double Attack. Und eben auf dem Rook auf F1 vielleicht noch einen London Attack. Oh, okay. Ich glaube, das ist nicht so gut. Ich glaube, das ist nicht so gut. Das ist zwar ein Even Trade von der Dame her. Ja. Aber danach.
Aber sein Pawn kann ist der in einer Pawn nehmen, einen Pawn stressigen Position, taken ja. und dann hat er eins ganz an starken Pawn, der was auf C2 landet. Aber gleichzeitig kann der René nachher einen Pawn auf A7 taken. Quasi mehr, das stimmt. Ja, aber pass auf, aber nachher wenn gibt's der. Aber nachher gibt's wieder Ja, genau, das was du davor gesagt hast, eben wenn der Pawn den Deck auf den Rook. Danach in anderen Pawn taggt, greift gleichzeitig der Bishop in Rooker. Ja. Ja. Nicht so flow einfach. Nicht so flow einfach. Schon ein bisschen eine knifflige Situation da. Wenn der. Ich glaube, der Heinz muss. Der Heinz kann es hingehen, oder? Ich glaube, der Heinz kann nicht so einfach in Knight nicht mehr angreifen. Und danach hängt zwei Pieces von René. Und René müsste die Dame wegbewegen und der Heinz kriegt in Knight potenziell zurück. Ich weiß jetzt nicht, ob es so weit geht. Wir haben einen Fan in. Echt? Ja, wie ja, du gesagt hast. Ja, und jetzt ist der, er. Der Also, der René ist, kann nicht decken, er muss mit dem Rook aushalten und er sieht es nicht. Er sieht es nicht, er verliert jetzt den Rook. Leider, leider. Also, und vorausgesetzt natürlich der Heinzig, aber das ist das jetzt. sehen wir ja aus. Das ist jetzt auch ziemlich. Du Heinz hat es nicht gesehen. Er hat es nicht gesehen. Aber er Ja, kann dann da. sieht es Nein, der nein, René nein, auch noch nein, nicht. nein, nein. Weißt du, was der Heinz vorher hat? Er will mit dem Rook ganz achten und Ah, und den die Rook Queen traden. promoten. Und die Queen promoten gleichzeitig, ja. Wie verteidigt er das jetzt? Achso. Ja, Ah ja. Das ist richtig. Oder? Das passt schon. Er verliert Er den Alden, verliert den den Rook. Rook. Er verliert Alden. den Rook. Aber der Heinz hat es davor auch nicht gesehen. Also es besteht die Chance, dass. Okay, jetzt hat es gesehen. Na, er verliert, aber er kann leichter, das ist auch nicht die. Also, da kommt ein Bits. Ja, der Take, aber wobei, er kann es ja mit dem. Na, das ist das Problem. Wenn der Rook ganz achten geht, dann bekommt der Heinz Alben die Queen Ah, und. Alben die Queen, stimmt. Das ist schwierig, das ist Ist schwierig. schwierig. Wie kann man das lösen? Kann man nicht lösen. Kann man nicht lösen. Und der Heinz-Sixer. Ja, damit geht der Heinz in Führung mit der Dame. Ja. René ist gezwungen zu taken. Außer, ja gut, er kann nochmal Schach setzen. Denke auch nicht. Denkt nicht, nein. Und jetzt wäre es richtig schwierig für René. Wenn der René. Der René kann da nicht taken und jetzt kann der 1. Alben in Knight gewinnen, indem er jetzt, genau, der René ist Schach, müsste es mit dem König bewegen, der Heinz kann in Knight zurückgewinnen. Und das ist jetzt ziemlich schwierig für den René. Ja. René, leider hat er den Pawn-Push dafür unterschätzt. Und jetzt wird der Heinz wahrscheinlich das erste Spiel gewinnen, außer es passiert ein Wunder. Also sonst, also was ich jetzt aus der Sicht sehe, ist, dass der René irgendwie hoffen muss, dass die Partie noch in einen Unentschieden kommen zu lassen, also in einer Paz-Situation. Ja. Es ist brutal schwierig, da Heinz kann es einfach ganz, ganz safe auch spielen lassen. Er deckt jetzt Bishop, Bishop ist weg. Gibt gleichzeitig ein Check. Jetzt verliert er neuen Bauern. Na, also wenn das da Heinz einfach ganz sicher auch spielt, nachher sicher keine Chance von René. Und das heißt, wenn der Heinz das jetzt go macht, dass der Heinz in die Playoffs kommt. Ja. Heinz braucht lauer einen Sieg. Ganz und genau. Der René wird leider ausscheiden. Der David René, fucking Wild ja. Auch automatisch in Playoffs durch den Sieg von Heinz. Und damit René muss auf ein Wunder hoffen. Damit sind alle vier Plätze für die Playoffs besetzt in der Gruppe C. Ja. Der Heinz hat aber am 9 Minuten, also muss er schnell ein Schachmatt spielen. Stimmt, auch wieder. Es sind allen nur drei Bauern und der König. Ja. Es hat es schon. Es gibt leichtere Situationen, einen Schnellschachmatt zu finden, sagen wir es so. Der Schmeller sagt, die Statistiken waren leider in favor von 1. Jetzt wird's knifflig. Jetzt wird's knifflig. Ich glaube, wenn du Heinz jetzt deckt in ja. Bahn, dann wäre es das Schachmatt. Ja, das Schachmatt. 1-0 von Heinz und willkommen in die Playoffs, Heinz. Willkommen, und ja. David. Herzlichen Glückwunsch. Leider, sehr gut gespielt. Ja, sehr gut gespielt von Heinz. Hat er da nicht mal ein Comeback gemacht. Der René war vorne. Hat leider ja. In Bahnpush unterschätzt.
Aber der Heinz hat das gut näher Das hat er zurückgehalten. gut gesehen, das war richtig, richtig wichtiger Bonpush von Heinz, also sehr, sehr verdient erste Partie. Wahnsinniges Comeback, also der René hat das eigentlich meiner Meinung nach von Anfang an eigentlich in der Hand gehabt. Der Jetzt haben René wir hat das Hand eindeutig verloren, besser aber gespielt, ja. sie 80% vom Spiel. Ja. Aber man müsste es natürlich zu Ende spielen. Das hast du auch schon mal erlebt, dass man Ich 9 weiß nicht, auf Punkte was du anspielst. Ich vorne war weiß nicht, auf was und du 2 anspielst. Minuten vorne war und Ehrlich. dann vorne war rechter Verwechselst Schachmatt. du mich? Auf jeden Fall, wir haben da ein Queenspawn Opening. Das schaut nach einem London System aus, für weiß. Genau, das Und London System. Schwarz antwortet mit. Noch nicht bekannt, Alex, da springst du jetzt Ich hin. weiß jetzt eben nicht, wie das heißt. Ja, das ist irgendwie das Laut Sizilien, keine Ahnung. Ich weiß es aber nicht genau. Ich nenne es einmal Reversed Cowboy, weil das Pferd hinter dem Bauern ist. Genau. Jetzt der Heinz macht die standardmäßigen London System Züge, danach kommt noch der Knight da und der andere Knight kommt bei die Queen und dann kann man Trade, ja, okay. Das ist eine andere Variation von London System, geht da wahr. Das spielt auch der Hirsch gern, dass man in Knight nicht auf D2 developt, sondern auf C3. Damit ist der Knight ein bisschen aktiver und es geht dadurch schneller. Ne, pusht sein Pawn auf A6. Gleichzeitig ja, wird er jetzt schon mal vorlüften. Dann gut, wenn man schnell davor ein bisschen Luft macht, nicht? Dann können wir einen kleinen frischen Raum rein. Ich nur Okay, zwei macht ein All Trades. Straight. Ja. Jetzt, das ist ja. Aber weiß noch ein bisschen in einer more favorable Position. Ja, ich finde da die zwei, nein, die zwei Ja. Bishops stehen schon recht gut. Deswegen muss er sich aufpassen. Da René macht jetzt einen Pawn-Push, um wieder Kontrolle über die Mitte zu erlangen. An sich wahrscheinlich möchte Heinz gerne die beiden Parallelen halten. Ah, entscheidet sich aber dagegen. Und normalerweise gibt es so, also man kann, also Bishops fühlen sich nebeneinander sehr, sehr wohl. Katte Damit ist auch sind schon zwei Parallelen traurig. weg. Ja. Die Katte ist auch schon traurig, dass der René noch dem Spiel in Heimweg machen muss. Oh. Leider zum Flughafen und wieder heim fliegen muss bei dem Turnier. Aber es gibt Leider. bald mein nächstes Turnier. Also wie ich ihn jetzt den René kenne, er ist Das on Pawn voraus. Das ist schon Trade. nie great. Ja. Damit kommt er, wo die Queen einspielen und Ja. langsam hat er. Heinz ein bisschen viel Pieces in Angriff. René entscheidet sich ja für eine andere Strategie, nämlich ich bringe seinen Bishop außen, verteidigt damit in Springer auf D4. Finde ich Und eine gute Idee. developt dann nochmal ein Piece, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Jetzt ist nur die große Frage, wohin mich da René Castle Kingside, bisschen schwach, weil es einmal Pawn fällt. Und auf Queenside muss er natürlich noch so Pieces developen. Also er kann ein bisschen dauern, bis da was vorwärts geht. Sicher, dass der Heinz sich entscheidet zu traden. Ich glaube, ich habe nur mehr favorable jetzt für den René gewesen. Wenn der René viele Trades macht, überlegt immer einfach, go nicht zu castlen und den König in der Mitte zu behalten und danach mit dem König fürchten zu gehen. Später im Late Game. Ja, das Problem ist jetzt, das wird er gar nicht mehr zum Castle kämpfen. Also aus der Ja, Position. da kann er nicht mehr blocken. Also ist castlen Unmöglich. futsch. Muss er sich jetzt entscheiden, wo er hingeht. Der König vor die Queen. Vor der Queen, aber ist jetzt noch kein Ja, Problem bei ist noch den kein Problem, ist noch Bauern. gut gedeckt. Leider Geht ein Bishop. verliert er damit auch ein Bischof. Ja, schwierig, schwierig. Und Heinz. Scheint auch noch ein bisschen hinten zu sein, aber es kommt bei uns so viel, als dass er eigentlich la auf selber achten, als dass er die Angel ausfahren und Fisherman-Style auszuholen. Es gibt jetzt einen sehr guten Queen-Angriff für Weiß, nämlich hängt der Pawn auf G2, G7, Entschuldigung, und war gleichzeitig ein Check Genau. und da hat nur ein Ding threaten einfach gleich mal dabei, in Rook. Ist natürlich nur gedeckt von der Queen, aber zwingt die Queen in der Position zu bleiben fürs Erste. Ja, das ist ein guter Angriff, was du da gesagt hast. Der König muss ja danach
sich irgendwie anders Ja, positionieren. no Wenn weiter er Augen gehen. wahrscheinlich das beste Feld für den König war C6, weil wenn er auf E8 geht, dann kann da 1 in Rook taken, also muss er sich da verzupfen. Das Feld ist auch schon auch gedeckt durch einen Durch einen Bishop. Läufer, ja. Deswegen müsste Jeweils und no. René da auf die Queen Side flüchten mit dem König. Da Heinz kann jetzt in H-Bahn nehmen, wenn er will, ist gratis. Also nicht gratis. Ist gedeckt durch die, oder ist angegriffen durch die Ja. Queen und den Bishop und lauer immer gedeckt, also kann er den nehmen, wenn er will. Oder er kann auch irgendwie weitere Pieces developen und den Angriff weitermachen. Erweitern, ja. Aber entscheidet sich im Bonds technisch, ja sicher die einfachste Variante, jetzt mal zu spielen dabei. René kann sich natürlich entscheiden zu decken, ist natürlich nicht in seinem Favor, wird er wahrscheinlich auch nicht dienen. Und der Bishop von René ist auch noch nicht developed und Und da kommt er nicht so aus, so schnell außen. spielst du in Rook ein. Der Rook kann auch nicht die. Schaut noch eine ziemlich gute Position für den Heinz aus. Ja. Gebert, ist das eine keine Fork? Gebert schon so cute Sachen wie Dame auf H4. Ist nicht wirklich ein Dame auf Fork. H4? Nein, nein, er Ist geht nicht nicht. wirklich ein Fork, Er geht nicht aber. Hemhengschein, Ah, Ruck. Mensch, ein Ding, stimmt. Nein, nein, nein. René flüchtet, Der bringt René seine bringt ihn Dame, Ruck weg seinen Ruck und weg, ja. greift gleichzeitig in Bishop. Boah, ist eine gute Idee, Ja, um ja. danach mit der Queen wegzugehen. Weht aus, wenn. Geht jetzt eigentlich noch nicht. Ah, und da müsst ihr 1a ein bisschen aufpassen. Ist jetzt eine Corner Threat, aber. Wenn der René sich ein bisschen so developed, kann er da einen Angriff starten. Okay, der ist jetzt eigentlich auch protected, deswegen ist da eigentlich auch nichts. Aber. Ich glaube, es ist schon fast was aus, was möchte da Heinz absichtlich nicht casteln, weil es halt irgendwie ein mehrer Nachteil ist, dass man sich irgendwo einsperren könnte. Also, ich dachte, wenn ich da Heinz zwar unbedingt Queenside Castle, da bringt man automatisch in Uka Look. wieder ins Spiel. Ja, Umso auf die mehr offene, Angreifer, halb umso offene. höher ist. Und Und der dann hat er René muss da auch König. aufpassen. Ja. Der René muss auch aufpassen, dass er nie die Queen von dem Pawn weg bewegt. Der ist jetzt gerade angeklebt an den Pawn, weil der wäre schon zweimal angegriffen. Und wenn da die Queen in die kommt, dann ist Schachmatt. Wen kann er nirgends hingehen? Okay, der René flüchtet mit dem König weiter. Ist vielleicht eine gute Idee. Aber weiterhin, wenn die Queen weggeht, dann ist es ein Schachmatt. Dann mag der Entscheidet sich René für sich ein nicht dienen. Kings, Castle Kingside. Schmeller schreibt, Kingsides, dann hat keine Pawns mehr, was in Late Game Pressure machen. Ja, es macht schon Sinn, aber es sind die drei Pawns, die was er vielleicht vorbringen möchte, nicht zu casteln. Ob es nachher die richtige Entscheidung ist, Sam im König dahinter zu stellen, ist ein paar Mal so schwierig. Schwierig, schwierig. Schwierig. Es gibt viele Wege, die was gerade nach Rom führen für den Heinz, weil er kann entweder einen Angriff weiterhin starten, er kann auch einen traden und dann auch die Pawns ins Ziel führen. Und der René hat wirklich eine schwierige Aufgabe, das Spiel nicht mehr zu retten. Er macht jetzt einen Rooklift, einen manuellen, damit er den Rook irgendwie ins Spiel bekommt. Leider ist da Bishop Alm nicht da und der kommt nicht weg. Ja. Das ist komplett gespürt. Das ist ein guter Bishop Move. Er antizipiert einen Angriff, also mit einem Rook C6, Ich glaube, was nachher. das ist nicht letzt von René, weil er kann jetzt einen natürlichen Bishop-Move machen, damit er den auch developt. Und jetzt ist schon Und Bishop verteidigt. wenigstens Ohrfeld schon mal draußen. Noch später kann er vielleicht dafür einen König gehen, um ihn zu schützen oder keine Ahnung, da einen Pawn-Push machen, damit er da eine offene Linie hat, wenn er einen Bishop da oder auf einer Diagonale hat, wenn er einen Bishop auf C6 bringt. Es wird noch sehr, sehr langsames Game. Das wird nicht einfach zu spielen.
René kann sich ja überlegen, aus der Situation schnelle Züge zu machen und zu hoffen, dass Genau. er auf Zeit gewinnt, weil ich glaube, es wird noch ein bisschen dauern, bis man die Verteidigung von René, auch wenn sie natürlich auch Schwachstellen hat oder sich umfangen bewegt, ist sie nicht so einfach zu durchbrechen, nicht? Bishop, Das bringt ja. der Bishop von René ist ziemlich wichtig, hebt auch die Verteidigung von 2 Pawns. René versucht eben auch ihren Bischof eben zu befreien aus dem Job, nicht? Durch das, dass er Aber. jetzt seinen Pawn vorgepusht hat, kann er vielleicht nur einen Push machen. Nein, der Bishop ist jetzt gepinnt, der kommt da nicht mehr weg. Ja, oh Gott, er muss mit dem King aber Deswegen, weg. weißt du was? Von Heinz, der ideale Move hat da gewesen, den Bishop auf. In Pawn zu taken, weil der Bishop ist gepinnt. René macht etwas sehr Wichtiges und gleichzeitig etwas Schwieriges. Gute ist, dass er sehr viel Freiraum jetzt gewonnen hat, nicht? Und die Pieces können sich wieder ordentlich bewegen. Ich überlege Schlechte mal ist, vielleicht. es gibt ein Check. Es gibt ein Check auf der offenen Linie. Ich Ja. überlege mal danach in König am Irgendwo sich zu bewegen, damit der Bischof nicht mehr gepinnt Ja, ist. ja, ja. Ich dachte ja, ich weiß nicht, ob es eine gescheite Idee ist, auf C8 eventuell einfach hinter die Queen. Aber ja, ich dachte mal auf jeden Fall auf die 8er Linie. So, er rennt weg mit dem Bischof. Hätte nicht machen müssen, hätte natürlich zuerst noch gekannt, einen Check geben. Aber er entscheidet sich jetzt nochmal für eine sichere Variante. René kann sich ja überlegen, seinen Pawn vorzupushen, oder? Auf der E-Linie. Durch das, Sicht. dass jetzt eben der Bischof die Sicht vom Rook blockiert, kann er vielleicht seine Verteidigung nochmal ein bisschen weiter ausbauen oder noch weiter vorbringen. Und damit forst er an Rook-Traitor. Der René also ungewählt Ja. wahrscheinlich, hat gewählt in Rook auf die offene Linie bringen, aber weil der König ja auch da steht, und dann kann der Heinz an Rook-Trade forcen. Und jetzt kann der Heinz durchstarten. Jetzt kann er dann auch da einen Angriff starten. Das ist alle einmal gedeckt. Müssen er dann auch vielleicht mit dem Rook verteidigen. René macht gerade ein Cosplay von Diego. Das ist ein Ruined Kingdom. Ruined King, genau. Auf jeden Er ist ein Fall. bisschen kürzer, also das King-Movement hat eigentlich mehr geschoben, als es ihm bis jetzt geholfen hat. Natürlich alle Züge nicht gewollt. Und der Heinz hat natürlich eine gewisse Position in ihn gezwungen. Aber da ist es einfach sehr, sehr schwierig weiterzuspielen. Wir haben einen Angriff vom Bischof, einen zweiten Angriff jetzt mit dem Rook auf der Bahn. Das wird nimmer verteidigbar sein, außer der René entscheidet sich mit dem Rook vielleicht noch. Genau. In Rook und danach müssen also irgendwie eine, vielleicht mit der Dame auf B6 kann er annehmen verteidigen, aber das ist schon so schwierig jetzt. Ja. René kann jetzt auch nicht mehr ausbrechen mit seinem König, also das ist sein Erik oder sein Haus, was sich bewegt. Heinz kann jetzt sogar den Pawn pushen, damit er da nur einen Angreifer auf den Pawn hat. Und Es das ist jetzt ein Fehler gewesen. Der Kimp ist Schach. ah ja, stimmt. Und damit ist schon Moment, aber ist das König. protected? Ah, da ist es Schach, Entschuldigung. So. Ja, das ist doch ein Pawn Ah ja, genau, protected. durch den Pawn protected, genau. Das ist natürlich auch Schach, Ja, kann er auch da. machen. Und pusht damit in König wieder in zurück. Und danach kommt sicher der Angriff. Jetzt da kommt das nächste Schach. Wird wieder. Dass das jetzt der nächste Ich Zug ist. glaube, da werden immer lange Pawns getradet. Ich glaube, der Heinz bricht effektiv noch einen Check mit. Wenn er selber richtet mit dem gegnerischen Feld noch Queen und Rook und Bishop, halt, die waren nicht schlecht, aber sehen wir gerade, nimmt sich einen Pawn gratis mit. Kriegt er den Pawn vielleicht durch? Wenn er die Queen. Das Kim jetzt, bis ach, da Schach. kommt das Check. Nicht mehr viele Möglichkeiten, wo er hingehen kann. Gell? Das geht eigentlich nur noch zurück. Nur zur Seite. Da stellt den Bischof Verkehrt, dazwischen. aber das ist ja Free Bishop. Ja, Der ist allerdings. schon mal angegriffen. Kann er jetzt mit der Dame nehmen, wenn er will.
Und dann ergibt es nicht mehr viel Felder. Okay, er kann es auch mit dem Ruck nehmen. Ja. Jetzt hat er im Rook Anno in den mittlerweile komplett aufgebrochenen Haus von René drinnen. Jetzt ist es ein bisschen Das komplizierter. Ist da ein ist noch nicht Checkmate? Schachmatt. Aber das ist Schachmatt. Cool, der Schachmatt. Nein, ist nicht Schachmatt. Schachmatt. Da ist ein Europawn. Aber er kann mit dem Bischof ein Aber ist Schach nicht, gehen. Entschuldigung. Ah nein, das ist auch nicht Checkmate. Nein, irgendwann, das ist Checkmate, Ah. aber. Natürlich noch ein Feld, wo der René ausweichen kann, genau. Da Uff. kommt gleich Schachmatt. Was kann er dann? Die Queen dazwischen. Queen Das ist dazwischen jetzt ein dir, Schachmatt. verliert die Queen. Das Schachmatt 2-0 für Heinz. Ja. Jetzt warten wir noch, bis er Zug gespielt hat. Nicht, das kann Ah, sein. er tut den falschen Zug spielen. Mit der Gerade sagen Queen war er jetzt. das Schachmatt Ja. gewesen. Da gibt es Donau-Schachmatt. Ja, Ja, es gibt nein. schon Schachmatt. Jawohl. Es Ja, gibt es ist Mate. der genau der Ja. Schachmatt. Okay, Ja. aber der Heinz hat das zweite Spiel eindeutig besser gespielt als das erste. Er Und hat da macht viel sich da. konsistent, ja, Macht viel da das besser gespielt einfach, 2-0. ja. Was einfach der große Unterschied war, ist, dass der René, er hat in Border Games, hat er eigentlich im Anfang das Ruder ein bisschen übernommen. Im zweiten Game hat man gemerkt, dass der Heinz sich viel schneller wieder ausgefunden hat und viel schneller den Glück ausgenutzt hat von René, als wie im ersten Game. Aber mit Border Plays, was der Heinz gemacht hat, hat er sich das Spiel einmal komplett umgedreht und komplett in sein Favor gerissen. Ja, wir hatten da jetzt Border Leute in Ah, hätten wir Teamspeak, sogar Border, ja. wir können Border fragen, meint er wir. Ja, jetzt soll ich mal Augen gehen, fragen Border. Ja, kann schon mal kurz sagen gehen. Machen wir kurz Außendienst, klingeln wir wieder. User left your channel. Waren zwei cooler Spiele auf jeden Fall. Und damit leider ist dann die Playoffs von René nicht mehr möglich. Warte doch schnell auf den Oliver. Da gibt es vielleicht ein Interview, wenn sich Border bereitstellen. Kann man auch verstehen, wenn man nach einer Niederlage nicht ein Interview macht. Also wenn Müller doch eins dazu bereit ist. User joined your channel. Jetzt nehme ich meinen Heinz mit Aachen. So, das hat er nämlich zugesagt. User was moved to Hallo your Heinz. channel. Hallo Heinz. Hallo. Herzlichen Glückwunsch nochmal zu dem fantastischen 2-0. Ja. Sehr Ja. sauber gespielt. Danke. Wahnsinnige Comebacks. Im ersten natürlich viel, viel faszinierender als wie im zweiten. Im zweiten war schon ein bisschen zurück im Anfang. Aber ich sofort wieder in zurückgeholt ins Spiel. Was kannst du jetzt sagen, vor allem zum ersten Game, bald du den Swing gemacht hast, mit dem Pawn-Push, der was nachher zu der Queen promoten ist. Hast du das schon vorhergesehen, so verlangen? Also es waren schon ein paar Züge, bis das so weit gekommen ist. Nein, also nicht wirklich. Ich habe mir ein bisschen angeschaut und gedacht, halt eine Bahn, die so weit advanced ist, ist allem gefährlich und kann ich vielleicht noch ausbauen. Und die haben da auch im Hinterkopf ein bisschen die Idee gehabt, halt in Rook direkt daneben zu stehen, zu stellen. Die haben aber noch nicht alles wirklich im Kopf gehabt oder so. So ist noch Das eher ein Grundprinzip bisschen. war da, ja. Ja, genau. Ja, auf jeden Ja. Fall der spielsiegende Zug mit dem Panda-Angriff und damit sicherst du dir die Playoffs. Bist du jetzt erleichtert nach dem Spiel oder wie schaut es aus? Freust du auf die Playoffs? Ja, also um ehrlich zu sein, weil ich in der Season gestartet bin, war ich mir nicht sicher, wie stark ich in der Season sein war, weil ich mich besonders am Anfang ziemlich unsicher wieder gefühlt habe. Mit jedem weiteren Spiel ist aber dann allem wieder ein bisschen besser gegangen und das Interesse im nächsten Spiel besser zu spielen ist auch mehr geworden. Und deswegen hoffe ich, dass ich in die Playoffs auch mich vielleicht behaupten kann gegen ein paar Gegner und noch ein paar interessante Spiele vor mir haben. Jetzt, wenn der Maxi oder der David nicht mehr so viele Spiele gewinnen, dann kommst du entweder auf den dritten oder sogar auf den zweiten Platz. Damit kommst du wahrscheinlich, sagen wir, wenn du auf den dritten kommst, spielst du wahrscheinlich gegen mich.
Okay. Und wenn du in zweiten Platz machst, dann sind entweder, also in der Gruppe D schon ziemlich viel offen, können da Schmeller sein, können da der Jogge sein oder der Schmidtler. Jetzt, ich glaube, da sind in der Gruppe D sind nicht so viel, also es sind schon alle starke Gegner, aber ich glaube, da hast du große Hoffnungen, da kannst du ja weiterkämpfen. Deswegen, ich wünsche auf jeden Fall viel Glück weiterhin in die Playoffs und ich hoffe, wir sehen uns. So. Ja, hast was. Hast du noch sonst welche Worte, die was in die Zuschauer sagen willst? No pressure. Also. Ich hoffe, hat mein Spiel gefallen. Ich hoffe, ich hoffe, dass es spannend war und viel Spaß im nächsten Schuss. Dankeschön. Bisschen knapp. Humble. That's how Humble, it ja. is. Ja. Yeah. Na gut. Dann bedanken wir uns für das Interview, Heinz. Ja, gern geschehen. Ich eskortiere dich wieder außen. Jetzt einen Moment. User was moved out of your So. channel. Der Schmeller sagt, ich soll ihn David bei seinem richtigen Namen nennen. David Natürlich. fucking White. Ja. Na, aber. Ja, ich will natürlich da kinderfreundlich sein, sind ein paar Kinder im Chat. Der Schmeller zum Ja. Beispiel. Ja, es geht gerade ein bisschen auf im Chat jetzt. Ich muss wieder ein bisschen zusammenreißen. Aber haben wir eigentlich Moderator? Wir haben ein paar Mods, ja. Ja? One Mod ist, glaube ich, sogar. Der Schmeller. Der Schmeller, er schnell gut. Goddammit! Du warst ja ein Mod, du kannst schon Leute bannen, wenn du willst. So, ja, mir das Album umschlagen. Vielleicht einmal ein Game, wenn du einmal bei uns mit dem Baum wieder castest. Nicht mein Game sein soll, dann schaue ich mir gerne zu. Werden nicht Aber ja, die Spiele waren interessant, beide Spiele. Ja, es war wirklich faszinierend zu sehen, was ich da vor allem aus dem ersten Game, wie sich aus dem Lied da eins ausgeholt hat. Also, das war echt cool zu sehen. Der Schade natürlich um den Bahnpush René. war richtig interessant. Wir haben es ja ein bisschen vorbereitet, also ausgerechnet und haben Ungeteasert, uns ja. gedacht, dass das ein starker Angriff von Heinz sein kann, aber dass das danach auch nicht so gut ausführt, weil die Theorie ist auch die Theorie und die Praxis ist die Praxis, da muss er natürlich auch nachziehen und das hat er gut gemacht. Ist ein schwieriger Gegner, wenn den, was sie vielleicht facen können. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Gegner. Also man sieht, wenn das schon der dritt viertplatzierte ist, in der Gruppe C, Entschuldigung, Gruppe D, Gruppe C. eins, Gruppe C, nachher kann man sich aber etwas draus machen. So, da kämen vielleicht schon ordentliche Spieler durch. Jetzt durch deinen Sieg stehen alle vier Teilnehmer von der Gruppe C fest, wie sich. Also René bleibt bei 6 Punkten und der David, der Heinz und der Maxi und der Julian sind uneinholbar. Der Julian hat sich schon den ersten Platz gesichert. Ja. Jetzt nur um den zweiten, wenn der Maxi ein paar Punkte macht. Und der David muss auch schauen, ob er jetzt den dritten, den zweiten oder den vierten Platz sich sichert. Aber es sind alle starke Gegner. Es gibt wirklich viele starke Gegner, also viele starke Spieler in der CLP. Ja. Für Gruppe C sage ich schon wirklich, also man hat sich davor vielleicht ein bisschen unterschätzt, weil man den Fokus auf die Gruppe A gelegt hat. Aber wenn man sich jetzt nochmal umschaut und sich als Gamefan 1 jetzt eben gesehen hat, nicht durchs Level, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, und genau, ein paar abschließende Worte vielleicht noch zum René. Natürlich schade, dass er nicht weitergekommen ist, hat aber gut gespielt und so weiter und Der hat Baumi, natürlich. Ja? na ganz kurz, der Baumi requested einen Stream für das Spiel Julian gegen Julian gegen Maxi. Maxi. War ziemlich interessant. Die haben jetzt leider eine Kornfrage gemacht, aber kann ich gerne mal fragen. Ich würde brutal gerne sehen, wie der Julian spielt. Ja, war interessant für mich, weil er in my Bracket noch ist. Wenn ich Ja. weiterkomme, wäre es vielleicht ein Gegner für mich sei. Je nachdem, wie weit ich komme. Aber ja, ich frage heute mal oder morgen. Und ich lasse was her. Ja, auf jeden Fall. Also, das ist schon ein guter Schlag.
um schnell meinen Monolog über den René noch kurz zu halten oder fertig zu machen. Wie gesagt, aber trotzdem super gewesen, dass er dabei gewesen ist. Hat in vielen Leuten natürlich auch ein bisschen das Fürchten gelehrt. Ist ja trotz allem noch mit 6 auch aus der Gruppe rausgekommen. Es ist nicht so, als wäre der René jetzt einer von den unteren 4. Man sieht es an den Punkten. Da waren 5 Leute, die es potenziell weiterkennengelernt hätten. Da hätte jeder fast die gleichen Chancen gehabt, nicht? Und das bei René einfach geklappt, man zählt einfach. Vielleicht hat er nicht so viel gut gespielt oder es ist noch von der Konsistenz genug gewesen. Trotz allem ist sein Level aber trotzdem hoch. Und hat schon Beweise gekannt, dass er Borolite wirklich unangenehme Situationen bringen kann. Deswegen. Auf jeden Fall. Aber René nochmal. Und ja, das nächste Mal nicht. Das nächste Mal. Vielleicht wieder in ein bisschen mehr Lucky Gruppe in diesem Camp, so wie bei mir. Wieder ein bisschen Lucky, muss ich sagen, glaube ich. Auf jeden Fall, René. Ich muss echt sagen, ich habe auch schon viele Spiele gegen René gemacht und ich glaube, er hat gegen mich eine positive Winrate. Ah, echt? Echt ein starker Spieler, hat sich völlig gebessert seit der ersten Season. Oder ich glaube, hat er in der ersten Season mitgespielt. In der zweiten hat er halt richtig. In der zweiten auf jeden Fall, ja. Hat er sich völlig gebessert. Ja. Hat er erst sein Auge gehabt, sich ein bisschen Sachen anzuschauen und so. Aber wirklich richtig starker Spieler und ich hoffe, Season 4. Kennen und Wiedersehen und ich freue mich auf seine Leistungen in Zukunft. Man muss auch hinzufügen, der René ist ganz zum Schluss erst in die Kammer, gell? Also er hat so einen Last-Minute-Call gemacht und dass er noch dabei war. Also jetzt groß vorbereiten hat er sich wahrscheinlich auch nicht. Auf die Season 3 nicht. Auf die genau, Season 3 nicht, also für das, was er dann noch geliefert hat, chapeau. Ja. Und ja, ich glaube, über die Spieler habe ich jetzt viel geredet. Es sind All-Stalker-Spieler in der Gruppe C. Und ja, recht viel Live ins Thema zu sagen, oder? Ja, ich denke, die Gruppenphase wird das wahrscheinlich ja schon, schon im vorherigen Stream besprochen haben. Ich glaube, viele Gruppenphasen sind eigentlich schon abgeschlossen. Jetzt eben Gruppe C und Gruppe A sind eigentlich abgeschlossen. Gruppe B, ja. B ist auch abgeschlossen. Gruppe B nicht ganz. Ah, stimmt. Weil wenn wir nochmal kurz Gruppe B anschauen, ja, ist deine Gruppe, du bist in die Playoffs gekommen, weil... Ich bin fix drinnen, glaube ich. Du bist fix drin und das ja. Einzige, was nicht passieren kann, ist, wenn da... Danke für den Follow, Heinz. Dankeschön. Das Einzige, was nicht passieren kann, ist, wenn da Gapse 2-0 verliert und der Fipsi 2-0 gewinnt, dann ist ein Tiebreaker zwischen Gapse und den Fipsi. Wissen Sie, ist denn nochmal ein Spielspiel? Ich muss jetzt die Maxi eben fragen. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht. Die Tiebreaker Rules weiß ich nicht. Interessant, aber ja, Gruppe B ist fast angeschlossen und die Gruppe D ist auch eine meine Sache. Nur die öffentlichste, es ist nur viel, viel möglich im letzten Spieltag. Sind alle auf 5 oder 5,5. Es ist sehr brutal knapp. Es ist brutal knapp. Ja. Schorge spielt gegen Aaron, also ohne verletzt war, ist sicher in die Playoffs. Mhm. Und danach der letzte Platz war zwischen, zwischen Jonas, Aaron, ja. Kevin, Schmeller und Schmidtler. Schmeller eben auch noch gut im Rennen, hat er wieder einen schwachen Start gehabt, hat sich wieder zurückgekämpft. Ich bin auch wahnsinnig gespannt, wie es dann noch weitergehen wird. Ja. Das ist eine brutaler spannende Gruppe aufgrund zu schauen, ja. Auf jeden Fall, ja. Für den Schmeller wäre es schwierig, dass er spielt gegen mich. Ich mag der Gatekeeper für den Schmeller sein. Ja. Aber ich freue mich auf das Spiel gegen den Schmeller. Da habe ich mich schon richtig vorbereitet. Dieses Opening habe ich mir ausgesucht. Schwierig. Schauen wir mal. Okay. Na, gut. Sagst du? Ja, kannst du auch schließen, wenn du willst. Ich mache all mit die O-Moderation. Also. Nein, ich verliere vielleicht noch ein, zwei Worte und nachher lasse ich die O-Moderieren. Ich bedanke mich einfach mal wieder, wie jedes Mal, für die Einladung. Ich hatte mal ein super geiles Game gehabt, eben wie schon gesagt, wie Robin gesagt, das ist unser Game der Woche oder des Spieltages, I guess. Und so wieder voll cool zu moderieren. Ich bin happy mit dem ganzen Tag generell und ich gehe jetzt auch dementsprechend schlafen. Und ich bin auch gespannt natürlich, wenn es wieder weitergeht mit dem CLP und mit dem Stream. Ja, also ich bedanke mich auch wieder an die Zuschauer, an alle, was nie geschalten haben, freut mich allem, weil das ist echt ein richtig cooles Hobby, was ich jetzt für mich gefunden habe. Oder die Schachspiele zu moderieren mit irgendjemandem, macht mir echt viel Spaß. Also ist man auch ein bisschen mehr invested in das Turnier. Und
ich freue mich auch wieder auf Go Live zu klicken. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Danke an die ganzen netten Worte, die was gerade in den Chat kamen. Und ich hoffe, wir können morgen einen Stream machen vielleicht. Jetzt muss ich sagen, Marc gegen Ruben können wir streamen, haben sie zugesagt. Ich weiß leider nicht genau, wann. Und ich frage auch Maxi gegen Julian noch. Und dann schauen wir. Danke, Baumi, danke, Kathi, danke an alle, was die lieben Worte machen. Danke an meiner an mein Girlfriend. danke an mein Girlfriend. Der was allem neben mir sitzt und mich supportet und ja, danke. Damit end mein Stream und wir sehen uns. Ah ja, das ist ein Herz. There we go. Goodbye.